Machen wir da weiter. Oh, stimmt, heute trete ich gegen Nummer 2 von Bakuyon Rayud an. Ja, Gammy, du trittst also auch heute wieder an. Er ist ein echter Draufgänger, nicht wahr, Shungiku? Aha, ich werde diesen Yagami-Arsch zur Hölle schicken. Ich bin Shungiku. Der schnellste Fahrer in Ibaraki. Ich bin schon als Kind auf wilden Stieren geritten. Daher habe ich meine Eier. Komm nur her, wenn du dich traust. Wenn du dann fertig bist, können wir von mir aus anfangen. Na gut, du Klugscheißer. Bald wirst du flennen. Ich werde nie im Leben. Das sind aber auch einfach 10 Leute, ne? Ach Mann! Ich werde niemals mit meinem Motorrad heil ankommen. Das ist doch scheiße! Wie soll man 1000 Angriffen ausweichen? Und man kriegt ja auch sogar Schaden, wenn man verteidigt. Sonst wäre ich jetzt nämlich nicht. Sonst hätte ich jetzt nicht verloren.
Sieg. Ja, Mann. Passt so. Wie konnte ich gegen einen Weichei wie dich verlieren? Tja, diesmal hast du mich besiegt. Regel ist Regel. Oder hast du das vergessen? Ja, ja, ich gehöre ab jetzt zu deinen Brüdern. Aber Yagamichi, glaub ja nicht, dass du mich zähmen kannst. Den gefürchtesten wilden Stier von Ibaraki. Selbst Matatabi, jetzt Shingeki. Der Kerl könnte es tatsächlich bis ganz nach oben schaffen. Deine Anführerstufe hat sich erhöht. Komme in den Schulgeschichten voran, um sie weiter zu mehr dazu findest im Schulplan. Ja, jetzt fehlt nur noch der Mumm, ne? Wenn du verlierst, hörst du auf mich. Verstanden. Oi. Hey. Ja. Kagashira redet nicht viel. Außerhalb der Rennen fehlen ihm irgendwie die Worte. Ist es nicht so, Imogashira? Verstehe. In diesem Rennen ist wie üblich alles erlaubt. Du kannst deinen Gegner nach Belieben fertig machen. Wir folgen dem schnellsten, dem Mut und mutigsten. Das ist die einzige Regel bei Made in Heaven. Ich werde wieder gewinnen. Ich muss. Yeah.
scheint nicht gerade schwer zu sein. Los! Ja. Regel ist Regel. Ab jetzt hörst du auf mich. Kapiert? Kann ich das als Ja werten? Aus dir wird man echt nicht schlau, aber langsam gewöhne ich mich daran. Autsch, heiß, heiß! Heiß, heiß, heiß! Als nächstes dran. Was? Ich überlasse diesen Scheiß nicht den anderen. Im nächsten Rennen nimmst du es mit Junpei Hanasaki mit dir. Nimmt es Junpei Hanasaki mit dir auf. Diese Nacht wird so schnell keiner vergessen. Jeremy! Jeremy, du wolltest mit uns reden? Kannst du uns alles fragen, Bruder? Wir haben dir die Treue geschworen, nicht wahr, Emo Gashira? Ich wollte euch nach Bomba fragen. Bomba-Sans Feuerwerk ist etwas Besonderes, kein billiger Schrott. Im Wald durch die sprühenden Funken und Explosionen vom Bomber zu rasen, ist der Hammer. Das ist wie ein Rausch. Ich stehe einfach so auf die Lichter und die Hitze, wenn ich mit Hanasaki-San fahre. Meine Gedanke daran macht mir Freude, ich meine, Alter! Da geht mir fast ein Arm! Okay, so oder so wird es also ein gefährliches Rennen. Fällt euch sonst noch was ein? Nee, eigentlich nicht. Ich weiß nur, dass er Sushi, Tempura und Soba-Nudeln mag. Er hat ein riesiges Muttermal auf dem Hintern. Ich hab's gesehen, als wir zusammen in einer heißen Quelle badeten. Okay, das wollte ich nicht wissen. Hat noch jemand was Nützliches? Hui.
Naja, es gibt da noch seine große Liebe. Wie? Hm? Hä? Imogashira, hast du was zu sagen? Nasaki-san ist verliebt. Verliebt? Der Bomber? Ich weiß nicht in wen. Aber seine Augen sind die eines Verliebten. Augen, die manchmal weit in die Ferne schweifen. Voll peinlich, echt. Bomber ist das schwer vorstellbar. Ja, und wer hätte gedacht, dass Imogashira das auffällt? Heute jagt eine Überraschung die nächste. Hey, ich lese gerne Shoujo-Mangas. Na. Sag mal, wo hängt Bomber für gewöhnlich ab? Er lebt am Flussufer in den Jinshu. Flussufer? Ja, seine Familie stellt seit der Edo-Zeit Feuerwerk her. Sie hat ihn verstoßen, als er der Gang beigetreten ist. Er hat kein Zuhause mehr. Und Bomber spart auch nichts. Von dem Geld, das er andere abzieht, bezahlt er das Feuerwerk. Ha, klingt tatsächlich so, als stamme er aus der Edo-Zeit. Die waren als verschwenderisch bekannt. Klingt tatsächlich so, als stamme er aus der Edo-Zeit. Die waren also als verschwenderisch bekannt. Kennst du das Obdachlosenlager an der South Sakura River Street? Er lebt da in der Nähe. Ich sollte herausfinden, in wen Bomber verliebt ist. Das könnte dabei helfen, wenn ich ihn von der schiefen Bahn bringen will. Ein komischer Obdachloser. Verdammt, bin ich hungrig. Shit, ist aufgewacht. Oh Scheiße, so spät schon. Ah. Ein Kopf, aber Hauptsache ein Telefon in der Hand. Wie leistet der sich das denn? Das war knapp. Fast hätte ich das Treffen verschlafen. Dann will ich mit jemandem treffen. Ich sollte ihm folgen. Yoshi, ich kann.
Wo ist der hin? Ich habe ihn aus den Augen verloren, Alter. Das ist. Jari-chan, wartest du schon lange? Nein, ich bin gerade erst gekommen. Mugashira hat recht, Bomba hat eine Freundin. Aber Junge, Gegensätze ziehen sich echt an. Jari-chan, wie hübsch du heute aussiehst wie ein Engel und süß wie eine Zuckerschnecke. Ach, schon Bacon. Boah, du bist noch süßer, wenn du rot wirst. Deine Wangen erinnern mich an Kirschsaft. Hä? So verhält er sich ja absolut nicht in der Gang. Also, worüber wolltest du reden? Naja, ich sagte es bereits am Telefon, aber das... war doch ein Witz, oder? Es tut mir leid, aber es stimmt. Aber wenn deine Eltern so dagegen sind, dann lass uns einfach durchbrennen. Nur wir zwei, wir gehen ins Ausland oder so. Nein, unmöglich. Das kann ich nicht. Du willst also einfach deine Eltern gehorchen und das war's? Junpei-kun. Das Mädchen braucht einen Freund. Vielleicht rede ich mal mit ihr. Ich verprügel erstmal die Leute mehr. Entschuldigung, hast du kurz Zeit? Hä? Wer bist du? Yagami, ich gehöre zu Made in Heaven. Ach, du bist einer von seinen Gangkumpels. Ich habe vorhin gehört, wie du dich mit Hanasaki geschritten hast. Darf ich fragen, worum es ging? Was? Vielleicht interessiert es dich, dass ich ihn dazu bringen will, die Motorradgang zu verlassen. Was? Echt? Aber dazu würde es helfen, wenn ich möglichst viel über ihn weiß. Damit ich seine Gefühle ausnutzen kann, um ihn zu überreden, weißt du? Das wäre wirklich toll von ihm. Wenn das dein Plan ist, helfe ich dir. Jetzt kann ich sie nach Bomba fragen. Gut. Warum ist ein anständiges Mädchen wie du mit einem Motorradgangster zusammen? Ungefähr einem halben Jahr hat Junpei-kun mir das Leben gerettet. Eine Gruppe von fiesen Typen hat mich umringt. Da tauchte er auf und hat sie
Ja, klingt nach ganz nach ihm. Nachdem ich ihn als Dank zum Essen eingeladen hatte, wollte er mit mir ausgehen. Was genau hat dir denn an ihm gefallen? Ich meine, er ist einfach total süß, oder? Der Typ? Süß? Ja, und er sieht vielleicht nicht so aus, aber er ist total romantisch. Er liebt Blumen. Wir reden ständig über Blumen. Wir wollten unbedingt mal zusammen einen riesigen Blumengarten besuchen. Pomba redet über Blumengärten? Schwer vorstellbar, oder? Aber er kennt sich richtig gut aus mit Blumen, welche Art es gibt und was sie bedeuten. Ich hatte mich richtig darauf gefreut, dass wir mal ein Picknick mit einem in einem Blumengarten machen. Aber das war nur ein Traum. Es war verbotene Liebe. Diese Story nimmt echt wilde Abzweigung. Eure Liebe war verboten? Wie meinst du das? Meine Eltern sorgen sich um ihren Ruf. Sie sind Parlamentsmitglieder. Wenn ihre Tochter einen Biker liebt, wäre das ein Skandal. Ah, jetzt verstehe ich. Ich wollte nicht mich wehren, aber da sind meine Eltern nur noch strenger geworden. Wir konnten uns also nur selten sehen. Aber in den Nächten ohne ihn blicke ich von meinem Balkon auf Vigincho herab und kann ihn dort spüren. Überall schießen bunte Blumen durch den Nachthimmel und ich weiß, dass es Zeichen seiner Liebe sind. Moment, sind diese Blumen etwa? Ja, das Feuerwerk, das er überall zündet. Das ist seine Liebesbotschaft, die er mir schickt, wenn ich aus dem Hochhaus-Apartment meiner Eltern auf die Stadt blicke. Er meinte, du kannst aus deinem goldenen Käfig nicht entkommen, also lasse ich einfach schöne Blumen für dich wachsen. Wenn du nach unten siehst, siehst du einen deiner eigenen riesigen Blumengarten. Und ich warte da unten auf dich. Das hat er wirklich gesagt. Heute, hey, ist er nicht romantisch? Magica, ja. Diese Sachen würden dir gar nicht stehen, ne? Nicht zu glauben, dass hinter diesem Feuerwerk eine Bedeutung steckt. Er hat unser Versprechen erfüllt. Verstehen Sie nicht, dass wir mal einen Blumengarten besuchen? Ich habe definitiv etwas Unerwartetes über den Bomber erfahren. Sag mal, Nanasaki, war vorhin doch ziemlich wütend. Was war da los? Ich sagte Junpei Kun, dass ich ihn nicht mehr treffen kann. Warum denn? Ihr zwei habt euch doch heimlich gesehen, obwohl deine Eltern es verboten haben, oder? Sie meinten, wenn ich Nanasaki weiter treffe, gehen sie zur Polizei und lassen ihn verhaften. Mein Vater hat viele Verbindungen zur Polizei. Die machen, was er sagt. Verstehe. Das erklärt es. Ich glaube, sonst muss ich nichts weiter fragen. Hiyori-san, eine Sache möchte ich dich noch fragen. Wenn ich es schaffe, dass Nanasaki der Motorradgang austritt, würden deine Eltern dir dann vielleicht erlauben, mit ihm zusammen zu sein? Also, ich glaube, ich könnte sie überreden. Eigentlich haben sie nur etwas gegen ihn, weil er in einer Gang ist. Junpei Kun stammt eigentlich aus einer guten Familie, die seit der Edo-Zeit Feuerwerkskörper herstellt. Yagami-san, bitte tun Sie für Junpei Kun, was Sie können. Bis alles vorbei ist, werde ich auf ihn warten. Sicher. Und ich sage ihm, was du für ihn empfindest. Junpei Anasaki, der Bomber. Jetzt weiß ich so einiges über ihn. Ich muss ihn nur noch besiegen.